Oh, schon wieder ein Vampirfilm? Ja, allerdings ist Fünf-Zimmer-Küche-Sarg anders. Vampire spüren kein Geschirr. Das ist voll bescheuert. Dieser Vampirfilm kommt nicht aus Hollywood, sondern aus Neuseeland und er ist lustig statt blutig. Bist du noch Jungfrau? Nein, bin ich nicht. Ich glaube, wir trinken das Blut von Jungfrauen, weil das klingt cool. Eine Fake-Doku über eine fast ganz normale Wohngemeinschaft. Wir müssen immer gut aussehen. Fünf Zimmer Küche Sarg. Liebevoll gemacht und lustig. Und voilà, wir sind fertig, um loszufahren und zu feiern. Vampir-Style. Der Film zum Bestseller PS Ich liebe dich sorgte vor 7 Jahren für tränendurchtränkte Kinosessel. Die dürften mittlerweile wieder trocken sein. Ein Nachfolger darf also kommen. Love, Rosie. Geschrieben von derselben Autorin. Ist Alex da? Ist beschäftigt. Er kommt in circa 3 Minuten. Du meine Güte. Ich weiß. Voll eklig. Eine Komödie über Frau und Mann, die Freunde sind, aber eigentlich doch viel mehr füreinander sein sollten. Ich weiß. Freundschaften zwischen einem Mädchen und einem Jungen können kompliziert sein, aber... Meine echten Brüste oder Push-Up? Willst du tanzen oder willst du eher... Love, Rosie ist locker, leicht, kurzweilig und die weibliche Hauptrolle spielt Lily, die Tochter von Phil Collins. Das Kondom ist in meiner Vagina verschwunden und ich hab's gesucht, aber nicht gefunden. Wo wir über prominente Verwandtschaft sprechen, Dietrich ist der Bruder von Herbert Grönemeyer, ein bekannter Mediziner und Autor. Sein Kinderbuch, Der kleine Medikus, gibt's jetzt in 3D. Nach der Schule besuche ich dich bei der Arbeit, Opa. Tschüss. Bis dann! Der böse Professor Schlotter hat einen winzigen Kampfroboter in einen Opa eingeschleust. Stell dir vor, du bist in einem Raumschiff. Die Helden Nano und Lily lassen sich schrumpfen und jagen dem Roboter hinterher. Kämpfst gegen Roboter. Und bist auf Mission im Inneren des Körpers. Der kleine Medikus. Ein Spaß, nicht nur für Arztfamilien. Soweit die Kinostarts. Viel Spaß beim Gucken.